mit Gott einen Unterschied machen oder mit Gott die Welt auf den Kopf stellen, das ist das Thema der heutigen Predigt. Und ich möchte zuerst lesen im 1. Mose 28, Kapitel 28, Vers 20 bis 22. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du mitlesen. Ich lese aus der Neuen Leben-Übersetzung. Hier betet oder macht Jakob ein Gelübde vor Gott. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Soweit der Bibeltext. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du mir hilfst, durch deinen Heiligen Geist die rechten Worte zu sprechen, dass es uns ins Herz fällt, dass das Wort aus der Bibel, dass es uns lebendig wird. Danke dafür. Amen. Wir haben hier eine Sequenz aus dem Leben von Jakob. Jakob war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Jakob war Zweitgeborener, war auf der Flucht vor seinem älteren Bruder Esau, der war genau eine Minute älter oder vielleicht auch nur 5 Minuten oder 3 Minuten oder nur ein paar Sekunden. Auf jeden Fall war das eine ganz spannende oder war schon so schmerzhafte Geburt für die Mutter Rebekka, weil Jakob hatte die Ferse seines Bruders umklammert bei der Geburt. Also als Esau, der Erstgeborene, geboren wurde, war die Hand von Jakob schon mit dabei. Und deswegen hat er den Namen Jakob bekommen, weil die Bedeutung von Jakob ist Fersenhalter oder manche würden auch sagen Betrüger, Hinterhältiger, also so in diese Richtung. Also Fersenhalter, er hat seinen Bruder schon bei der Geburt, wollte er ihn überholen. Die Vorgeschichte zu diesem Bibelvers ist die folgende. In 1. Mose 25 können wir das nachlesen, also eine ganz spannende kulinarische Geschichte. Jakob war so mehr der Landwirt, war so mehr der Ackerbauer, hat viel Gemüse angebaut. Sein Bruder Esau, der Erstgeborene, der war ein Jäger, der war wild, der war stürmisch, der war immer unterwegs und hat gerne gejagt. Und wenn du von der Jagd kommst, dann bist du wahrscheinlich auch mal hungrig. Und Jakob hatte einen Linseneintopf gemacht. Also Linsen, ich weiß nicht, ob du gerne Linsen magst. Ich habe ja auch einen Linseneintopf heute früh warm gemacht. Ich weiß nicht, ob du Linsen magst oder weißt, wie Linsen aussehen. Wo wäre die Kamera hier so? Linseneintopf und Jakob hatte diesen angerührt, hat so auf dem Feuerstelle schön gerührt und Esau kam und war hungrig. Und dann sagt Esau, wie es so unter Brüdern ist vielleicht, zum jüngeren Bruder, gib mir was zu essen. Und Jakob war ganz clever. Der wollte ja schon, wie gesagt, bei Geburt der Erste sein. Sagt er, was gibst du mir dafür? Haben die vielleicht diskutiert, ich weiß es nicht, steht nicht im Bibeltext, aber irgendwie sagt Jakob, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst, dann kriegst du vom Eintopf, vom Linseneintopf. Also nebenbei bemerkt, ich bin Zweitgeborener und Linsen schmecken mir nicht. Also ich habe es auch noch nicht probiert, nachher dürft ihr gerne probieren, ob es schmeckt. Also ich hätte meine Erstgeburtsrecht oder meine Erstgeburt nicht verkauft, einmal habe ich sie nicht. Und zweitens mache ich keinen Linseneintopf. Aber Esau, muss so hungrig gewesen sein. Der hat gesagt, wenn ich die jetzt nicht esse, sterbe ich. Was nützt mir meine Erstgeburt? Wenn ich morgen tot bin, weil ich verhungert bin? Also geht ja auch so, oder? Du bist den ganzen Tag unterwegs, geschäftlich vielleicht, keine Zeit gehabt, irgendwo schnell an einem Fastfood-Restaurant oder willst das auch gar nicht, zu halten und kommst heim und sagst, ich sterbe, wenn ich jetzt nichts zu essen bekomme. So war Esau drauf. Also er wäre bestimmt gestorben am nächsten Tag, also war es sowieso egal. Also er verkauft für so einen Topf, also viel größer wird er nicht gewesen sein, vielleicht auch ein bisschen größer, für diesen kleinen Topf, für diese Linsen, verkauft er das Recht, der Erstgeborene zu sein. Und im Judentum hat dieses Recht, der Erstgeborene zu sein, ja nicht so wie in Deutschland, ist es ja vielleicht mehr Pflicht oder mehr Last als Segen, weil beim Erbe bist du als Erstgeborener auch nicht besser dran, oder? Jemand irgendwie schon gemerkt, da gibt es nicht, also bei Erbe werden in Deutschland alle Kinder gleichberechtigt. Und in Israel war das aber so, der Erstgeborene, der hat einmal den Segen des Vaters bekommen und das war noch wichtig, Segen waren die Fürsprache, das gute Reden, die Verheißungen Gottes wurden weitergegeben an den Erstgeborenen und vom Erbe hat er viel mehr bekommen als der Jüngere. Aber dem Esau war es egal, Hauptsache ich habe jetzt was zu essen. Und vielleicht geht es dir ja auch so, du
bist so eher so ein Instant-Typ, also so ein Jetzt muss ich es haben. Und wir sind ja in der Fast-Food-Gesellschaft, in der digitalen Gesellschaft. Es muss alles schnell und sofort gehen. Und du hast vielleicht auch in deinem Leben irgendwas verkauft. Du hast vielleicht deine Berufung, das, was du, deinen Berufswunsch, den du vielleicht mal hattest. Vielleicht hast du sogar deine Ehe hergegeben für irgendein kleines Abenteuer oder für irgendwelche Geldgeschäfte. Hast du irgendwas Hochspekulatives gemacht für einfach einen Spaß? Hast dir vielleicht ein tolles Auto gekauft, dein ganzes Geld zusammengesammelt, Auto an die Wand gefahren? Es ist einfach weg. Das Recht oder dein Erbe hast du einfach achtlos weggeworfen. Die Berufung, die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, und jedem von uns hat Gott Wünsche ins Herz gegeben, jedem von uns hat Gott Dinge ins Herz gegeben, die du vielleicht machen wolltest. Vielleicht hast du als Kind gesagt, wenn ich groß werde, werde ich mal Kanzler oder werde irgendwie Ingenieur und ich werde irgendwie die Welt verändern, weil ich möchte was verändern in dieser Welt, sei es aus christlichen Motiven, sei es aus finanziellen Motiven, weil du reich werden willst, sei es eben auch einfach aus sozialen Motiven, weil du Gutes tun möchtest. Und irgendwann in deinem Leben ist eine Situation passiert, wo du es verkauft hast, wo du es vergraben hast, wo du es einfach verschenkt hast, wo du durch eine Enttäuschung, vielleicht eine Ehekrise, vielleicht sogar eine Scheidung, vielleicht durch Tod und Leid, dir ist irgendwann es abhanden gekommen. Oder du hast es verkauft. Gegen ein Linsengericht. Also dir war vielleicht dein Beruf nicht so viel wert wie irgendwas anders, hast gekündigt, weil der Chef dich geärgert hat. Soll es geben, dass es Chefs gibt, die einen ärgern. Bist gegangen einfach, es gibt ja Menschen, die so impulsiv sind. Also die Frage ist, was hast du in deinem Leben irgendwie aus Gleichgültigkeit weggeworfen? Was hast du für ein Linsengericht verkauft? Wo bist du vielleicht ausgenutzt worden? Vielleicht sogar von deinem jüngeren Bruder, von deinen Geschwistern. So wie der Jakob, der war schon clever, oder? Also eigentlich für ein super Geschäft. Also einfach mal so Linsen. Okay, Erstgeburt hat er bekommen. Wir lesen nicht, wie viele Jahre später, irgendwann auf jeden Fall, Jakob war jetzt 40 Jahre alt, das lesen wir auf jeden Fall, als Isaak, der Vater von Jakob und Esau, dachte, er werde sterben. Also Isaak hat gedacht, er war dann 100 Jahre alt, dachte, jetzt wird es langsam Zeit, dass ich zu meinen Vorfahren gehe, dass ich sterben werde. Und er hat zu Esau gesagt, weil er war ja offiziell der Erstgeborene, jage mir einen irgendwie ein schönes Reh, ein Hirsch, was auch immer. Mach mir ein schönes Essen und dann essen wir zusammen und dann werde ich dich segnen. Wir müssen wissen, Isaak war blind geworden. Also er war erblindet und scheinbar hat er so, kulinarisch war er nicht so, konnte das nicht so unterscheiden. Werden wir gleich merken. Weil Esau ist dann losgegangen und hat ein Reh versucht zu jagen. Und Rebekka, Frau von Isaak, Mutter der Zwillinge, ganz clever, geht zu Jakob. Das war nämlich ihr Lieblingssohn. Und sagt, ich mache dir schnell mal einen Lammbraten oder Ziegen, ich glaube ein Ziegenbraten war es. Ich mache dir einen Ziegenbraten, da machen wir ein paar Gewürze dran, die der Papa gerne mag. Und dann kriegst du ein paar Kleider noch von Esau. Dann riechst du wie Esau, so nach Feld und Schweiß und irgendwie was auch immer. Und Jakob hat aber Bedenken, weil Jakob war nicht so behaart wie Esau. Und dann sagt die Mutter, auch kein Problem, Papa ist sowieso blind, der sieht sowieso nichts, der riecht ein bisschen noch deinen Schweiß oder den Geruch des Feldes oder des Waldes, nicht des Feldes, sondern des Waldes. Und Jakob sagt zu seiner Mutter, wenn er es merkt, werde ich geflucht, werde ich verflucht statt gesegnet. Also Jakob wollte eigentlich gar nicht so richtig, aber die Mutter Rebekka hat gesagt, du machst es, Junge, du bist mir der liebere Sohn. Und so geht er hin und Esau ist auf dem Feld, ist er unterwegs im Wald und Jakob kommt mit dem Essen. Isaak wundert sich, dass er schon so schnell was geschossen hat und sogar schon zubereitet. Sagt, wie, so schnell hast du, sagt Jakob, ja, Gott hat mir Gnade gegeben. Ich habe sofort ein Reh geschossen und hier, es schmeckt super lecker. Und er hat nicht mal gemerkt, dass Rehrücken, also bin jetzt nicht so der kulinarische Typ vielleicht, aber Reh und Ziege würde ich auseinanderhalten. Also das, weil das hat schon, Reh hat ja schon so ein bisschen wildigen Geschmack, denke ich. Aber vielleicht die Gewürze haben es gemacht. Also er hat es nicht gemerkt und er hat Jakob gesegnet. Und er hat ihn mehrmals gefragt, bist du auch wirklich Esau, weil deine Stimme klingt so anders. Er sagt, ja, ich habe gerade bin heiser oder weiß nicht, was er da noch gesagt hat. Er hat ihn gesegnet mit allen Segnungen Gottes, die du dir nur vorstellen kannst.
Und das kannst du lesen im 1. Mose 27. Also wirklich Segen, Fruchtbarkeit, Reichtum, Schutz, Bewahrung, alles, was du dir vorstellen kannst und was du dir hoffentlich wünschst von Gott, hat Jakob bekommen, diesen Segen. Und dann geht Jakob wieder weg und 10 Minuten später, halbe Stunde später, Stunde später kommt Esau. Und ihr könnt euch denken, wie es ausging. Der Papa hat gesagt, wie, Esau, du warst doch gerade schon da. Und dann hat Esau natürlich den Betrug gemerkt, Isaac hat den Betrug gemerkt. Und interessant ist, Esau hat angefangen zu weinen und gesagt, kannst du mich nicht doch irgendwie segnen? Und Isaac sagt, geht nicht. Ich habe den Segen deinem Bruder gegeben. Und ich habe sogar deinem Bruder, der jünger ist, versprochen von Gott her, dass er über dich herrschen wird. Und er konnte nicht diesen Segen zurücknehmen. Also Gott hat diesen Segen dem Jakob gegeben. Und die Frage ist ja, trotz des Betruges segnet Gott? Komisch, oder? Wir würden sagen, geht gar nicht. Er hat ihn erschlichen, denkt dran. Eigentlich hat er sich den Segen erkauft mit einem Linsengericht, weil Esau war sich nicht bewusst, was mit dieser Erstgeburt mit dabei ist, nämlich der Segen Gottes. Das war Esau egal. Dem war egal, was Gott von ihm denkt. Esau war es egal. Und die Frage ist, ist es dir egal? Vielleicht sagst du einfach, ich will tun, was ich will. Ich will mich doch nicht an Gottes Regeln halten oder an Gottes Wort irgendwie halten. Du kannst dich entscheiden dafür. Aber dein Leben wird entsprechend anders verlaufen. Vielleicht bist du auch der, der sagt, wenn ich mal verheiratet bin, dann werde ich das tun, was Gott mit mir vorhat. Oder wenn ich einen anderen Job habe. Oder wenn ich mal ganz viel Geld verdiene. Ich habe Leute schon kennengelernt, die haben gesagt, wenn ich mal ganz viel Geld verdiene, dann baue ich Gott eine Kirche. Die haben mit Gott noch nicht so viel am Hut. Die wissen, dass sie noch fern weg sind von Gott. Aber wenn ich dann mal ganz viel Geld habe, dann baue ich Gott eine Kirche. Oder wenn ich die nächste Woche überstanden habe, den ganzen Stress, der jetzt, oder den Weihnachtstrubel, oder was auch immer, oder Jahreswechsel, oder dein Urlaub, wenn der Urlaub, der so da, wo du schon weißt, der wird stressig, wenn du den überstanden hast, dann habe ich Zeit für Gott. Dann will ich mich vielleicht nach Gott ausrichten. Oder wenn ich meine Ausbildung, mein Studium beendet habe, wo hast du dein Erstgeburtsrecht? Jetzt nicht das Wörtliche, sondern wirklich die Verheißungen Gottes, die Segnungen Gottes, die Gott dir gegeben hat, die er dir versprochen hat, vielleicht durch Gebet, vielleicht einfach durch dein Inneres, einfach weil du sagst, das würde ich gerne tun, ich möchte dich ermutigen, geh einfach mal wieder zurück zu den Momenten, mach dir bewusst, ich habe euch einen Zettel auch hingelegt, wo einfach so Fragen drauf sind, die dürft ihr mit nach Hause nehmen und frag dich einfach mal, wo sind Momente in meinem Leben gewesen, wo ich aus dem Segen Gottes raus bin, wo ich einfach es nicht gewollt habe, wo ich irgendwas anders mir wichtiger war. Das ist der eine Aspekt, über den ich sprechen möchte heute. Und der zweite ist, du brauchst noch eine persönliche Begegnung mit Gott. Und wir haben gelesen von diesem Gebet, das Jakob gebetet hat, wenn Gott mit mir ist, also den ersten Eingangsvers. Und ich möchte die Verse davor lesen, 1. Mose 28, 13 bis 15. Hier träumt Jakob, also er ist jetzt auf der Flucht. Esau hat natürlich, war nicht begeistert von dem Betrug, hat gesagt, ich bringe dich um. Und Rebekka, die Mutter natürlich, hat das mitbekommen. Die hat natürlich nicht Isaac gesagt, ich bin dabei gewesen beim Betrug, wobei er es bestimmt irgendwann mitbekommen hat. Hat Jakob geholfen zu fliehen und hat gesagt, geh zu meinem Bruder, also zum Onkel. Und Jakob ist dann zu seinem Onkel geflohen nach Haran. Haran liegt in der heutigen Türkei an der Grenze zu Syrien. Und auf dem Weg dorthin, er ist noch im Land Israel, in der Nähe von Sichem, Nablus, heutigem Nablus. Dort begegnet, oder dort schläft er, und dort hat Jakob einen Traum. Und in dem Traum sieht er Gott, wie er auf einer Himmelsleiter steht oben und die Engel laufen hoch und runter. Und Gott spricht zu ihm, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham, der Gott deines Vaters Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein, ich werde dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen, ich werde dich nie im Stich lassen und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe.
Jetzt sagst du vielleicht, halt, das geht gar nicht. Der hat seinen Bruder betrogen mit dem Erstgeburt, erstmal mit dem Eintopf, das war ja unlauter, also so ein Geschäft zu machen ist ja absolut nicht integer und nicht irgendwie in Ordnung. Und er hat den Vater belogen, den Bruder betrogen, um den Segen gebracht und jetzt kommt Gott und sagt, ich segne dich. Geht gar nicht, oder? Würden wir jetzt mal, also mein Gerechtigkeitsempfinden würde sagen, geht gar nicht. Gott ist souverän und Gott möchte jedem begegnen. Er wollte auch dem Esau begegnen, aber Esau wollte nicht. Esau hat sich entschieden, nee, ist mir nicht wichtig. Es ist mir nicht wichtig, die Segnungen Gottes. Und was mein Vater Isaac und der Opa Abraham, was die da mit Gott erlebt haben, das ist mir doch egal. Ich will mein Leben führen, ich will Spaß haben, ich will in der Welt umher, ein Kamel, Pferd, was auch immer, jagen, ich will gutes Essen haben. Aber Jakob war irgendwie ein Segen an sich Reißer. Der wollte, wie gesagt, schon unbewusst bei der Geburt, natürlich kannst du sagen, es war ja prophetisch verheißen. Also Rebekka hat das der Engel Gottes schon gesagt. Er hat gesagt, deine Söhne werden sich um das Erbe streiten, hat der Engel Gottes zu Rebekka gesagt, schon während der Schwangerschaft. Aber es ist trotzdem die Entscheidung von Esau gewesen, sich für so einen kleinen Linseneintopf einfach alles wegnehmen zu lassen. Und dieser Jakob ist jetzt, wie gesagt, auf der Flucht. Er träumt diesen Traum und Gott sagt ihm genau fast die gleichen Worte, die Gott Abraham gesagt hat, seinem Großvater. Es sind fast die gleichen Worte. Und Jakob hat ja dieses Versprechen gemacht zu Gott und gesagt, wenn du mich beschützt, wenn du mit mir bist, wenn du das, wenn du das, wenn du das, dann will ich dir nachfolgen. Auch hier wieder würden viele von uns sagen, geht doch gar nicht. Ich kann doch Gott keine Bedingungen setzen, oder? Ich kann doch Gott nicht sagen, wenn du das machst, mache ich das. Wir können scheinbar doch. Also Gott geht drauf ein. Gott geht auf diese Bedingungen von Jakob drauf ein. Und Gott ist sogar bei Abraham, könnt ihr nachlesen, gab es ja auch eine Diskussion zwischen Abraham und Gott um die Vernichtung von Sodom und Gomorra. Und Abraham diskutiert mit Gott und er spricht mit Gott. Und ich glaube, dass wir mit Gott viel mehr sprechen können und viel mehr mit ihm diskutieren können, als wir denken. Er möchte dein Vater sein. Ich weiß nicht, wie du mit deinem Vater unterwegs warst. Also ich habe mit meinem Vater viel diskutiert, heute noch. Viel Dinge ausgetauscht. Viel auch Widerspruch gesagt. Ich habe gesagt, so geht's gar nicht. Oder so kannst du das doch nicht machen. Oder lass uns das doch so machen. Also ich habe mit ihm, ich würde sagen, auf Augenhöhe. Und heute noch viel mehr. Bin ein bisschen größer sogar. Also kannst noch mehr auf Augenhöhe machen. Also du kannst mit deinem irdischen Vater doch auch sprechen und diskutieren, oder? Das ist doch eine tolle Beziehung, wenn du mit deinem Vater, mit deinen Eltern auch diskutieren kannst und dich vielleicht sogar mal streiten kannst und dich wieder versöhnen kannst. Das ist doch das Problem in unserer Gesellschaft, dass wir oft so stumm sind, dass viele nicht mehr sprechen mit ihren Eltern, nicht mehr sprechen mit ihren Geschwistern, nicht mehr sprechen mit ihrer Verwandtschaft, weil irgendwann ein Erstgeburtsrecht, ein Erbe, irgendwas verkauft wurde gegen irgendeine Kleinigkeit vielleicht und du fühlst dich betrogen. Also diskutiere mit Gott und diskutiere aus mit Gott, aber halte dich daran. Weil Jakob macht ja ein Gelübde. Er sagt, wenn Gott mit mir ist, dann will ich es erleben oder dann soll er mein Gott sein. Die Geschichte geht weiter, ihr kennt sie, die meisten kennen sie ja. Die Folge natürlich des Betruges, vielleicht hier, kleiner Einschub. Wenn du irgendwo Betrug gemacht hast, Gott vergibt dir. Wenn du irgendwo fremdgegangen bist, Gott vergibt dir. Wenn du irgendwo gestohlen hast, Gott vergibt dir. Aber die Konsequenzen, die hast du auf dieser Erde. Vielleicht musst du Alimente bezahlen, jammerst, oh, meine Rente wird zu wenig, weil du Versorgungsausgleich zahlen musst, musst Alimente bezahlen, musst Wiedergutmachung bezahlen, bist im Gefängnis oder was auch immer. Also die irdischen Folgen, die hast du im Leben. Unversöhnlichkeit vielleicht mit wirklich Menschen, denen du so geschadet hast und die wollen dir nicht vergeben. Gott möchte dir vergeben, Gott möchte dich erneuern und er möchte mit dir einen Unterschied in dieser Welt machen. Er möchte die Verheißungen, die er dir gegeben hat, die Versprechungen oder die Wünsche, die du hast, kannst du mit ihm besprechen. Die möchte er in Erfüllung bringen und er möchte sie segnen und er möchte da Gutes draus machen, dass es zum Wohl der Menschen ist. Also Jakob flieht, hat hier eine kleine Begegnung mit Gott. Es kommt noch gleich die richtige Begegnung, die wir alle brauchen. Er kommt zu seinem Onkel Laban, verliebt sich, super Liebesgeschichte, also hat sich in Rahel verliebt, die muss so hübsch, so toll, so fantastisch gewesen sein.
ist ja auch ganz einfach, also ich möchte jetzt nicht das von Rahel absprechen, aber er ist auf der Flucht, kommt hin in der Wüste vorher, kommt jetzt endlich in meine Stadt wieder, ein Dorf und verliebt sich sofort in Rahel. Und der Schwiegervater sagt, oder nicht Schwiegervater, der Onkel sagt, ja, okay, bevor ich sie jemand anders gebe, gebe ich sie dir, aber was zahlst du mir? Und Jakob war ja einfach nur seine Kleider, die er anhatte. Vielleicht hat er ein Pferd dabei gehabt, vielleicht ein Kamel, wissen wir nicht, irgendeinen Sack dabei mit ein paar Wechselklamotten. Und Jakob sagt, ich arbeite 7 Jahre für dich. Ich glaube, wir kennen meistens die Geschichte, die meisten kennen die Geschichte. In der Hochzeitsnacht wird Rahel ausgetauscht, die war verschleiert wahrscheinlich, sonst hätte er es ja gemerkt. Oder Jakob hat sehr viel von irgendwelchem Wein und Bier und Schnaps und was auch immer getrunken. Auf jeden Fall bekommt er Lea und am nächsten Tag sagt Laban, Onkel, Schwiegervater inzwischen, du, kein Problem, machst du nochmal 7 Jahre für mich, Feldarbeit und Viehzucht, kriegst du auch Rahel noch dazu. Und dann hat er sie beide geheiratet und hat noch 2 Nebenfrauen dazu bekommen und hat 12 Söhne gezeugt und eine Tochter, die wird immer gern vergessen, wegen der gab es nämlich nachher auch noch Stress. Also er hat eine Riesenfamilie jetzt, ist gesegnet, wird richtig reich, weil sein Schwiegervater will ihn immer betrügen. Er ist clever, kannst du nachlesen, sagen auch manche, das geht ja gar nicht, was er da gemacht hat. Lese es nach, 1. Mose 29, 30 sind die Geschichten. Und jetzt kommt aber der Moment, wo Jakob sagt, ich muss zu meiner Familie zurück. Ich muss mich mit meinem Bruder Esau versöhnen. Ich muss mich mit meinem Vater versöhnen. Und er geht zurück nach Israel. Er geht zurück und kurz vor der Grenze zum heutigen Israel, im syrischen, jordanischen Grenzgebiet, oben Golanhöhen in der Nähe, ist der Fluss Jabbok. Dort kommt er hin und er weiß, im Süden davon wohnt Esau mit seinen Reiterherden. Und wir lesen, er hat ganz viele Männer dabei, also eine ganze Armee sozusagen. Jakob kommt mit Frauen und Kindern. Und jetzt hat er Angst. Er bekommt Angst, schlechte Gewissen. Und wir lesen 1. Mose 32, Vers 27. Und das wünsche ich dir und mir, dass du eine Begegnung mit Gott hast. Und Gott fragt ihn hier, oder der Engel des Herrn heißt es, wie heißt du? Wer bist du und wie ist dein Name? Diese 3 Namen, diese 3 Fragen, fragt der Engel Gottes. Und Jakob antwortet, ich bin Jakob. Ich bin Jakob, der Betrüger. Jakob, der Hinterhältige. Jakob, der Fersenhalter. Jakob, der den Bruder betrogen hat, der den Vater belogen hat. Ich bin der Betrüger. Und der Engel Gottes kommt und sagt, Jakob, du sollst ab sofort Israel heißen. Und Israel heißt, die Bedeutung ist, du hast mit Gott gekämpft oder Gott kämpft mit dir oder du bist ein Streiter Gottes. Er ändert den Namen. Gott hat in Jakob schon einen Streiter, einen Kämpfer für Gott gesehen. Gott hat in Jakob nicht den Betrüger gesehen, Gott hat in Jakob nicht den Versager gesehen, den Lügner, den Hinterhältigen. Und Gott sieht in dir auch nicht dich, wie du dich siehst oder wie andere dich sehen, sondern Gott sieht in dir einen Mann oder eine Frau oder ein Kind, ein Jugendlicher, ein Teenager, der die Welt verändern kann mit der Hilfe Gottes. Gott sieht in dir eine perfekte Person. Gott sieht in dir einen Menschen, den er lieb hat, für den er Jesus in diese Welt geschickt hat. Gott sieht in dir einen Menschen, für den Jesus gestorben ist. Einen Menschen, mit dem er Beziehung haben möchte. Einen Menschen, mit dem er Gemeinschaft haben möchte. Und die Frage ist, willst du es? Und was uns oft abhält, ist unsere Vergangenheit. Was uns oft abhält, ist unser Erbe, was wir mit uns schleppen. Sei es Festlegungen von Eltern, die dir irgendwas gesagt haben, du wirst sowieso nichts werden. Sei es Festlegungen, die du selber getan hast. Vielleicht hast du gesagt, meine älteren Brüder oder älteren Geschwister, die haben es viel besser. Oder du sagst, meine Jüngeren haben es viel besser. Oder du sagst, wenn ich nur, wie ich vorhin gesagt habe, das und das endlich habe, dann geht es mir endlich besser. Ich glaube, dass Gott heute sagt, wie heißt du, wer bist du und wie ist dein Name? Und du darfst Gott sagen, wer du bist, wie du heißt und wie dein Name ist. Er kennt dich sowieso. Im Zeitalter der Überwachung, wo wir immer mehr hinkommen mit allen elektronischen, digitalen Medien, und da haben die meisten ja keine Angst davor, die tun sich ja alles auch ins Schlafzimmer, irgendwelche Kameras da mit Echo und Alexa und wie diese ganzen Dinge alle heißen, die dich ausspionieren, weil wir haben ja alle keine Angst, ich habe ja nichts zu verbergen.
Aber vor Gott verbergen wir oft Dinge. Er weiß es doch sowieso. Und wenn du einfach erkennst, dass Gott dich liebt, dass Jesus dich liebt, dann brauchst du vor ihm nichts verbergen. Dann kannst du, so wie Jakob, sagen, ja, okay, ich heiße Jakob, ich habe betrogen, bin ein Lügner, bin ein Betrüger. Eigentlich ist alles in meinem ganzen Leben auf Lug und Trug aufgebaut. Und Gott kämpft für ihn, für dich. Und Gott hat ihm nochmal hier begegnet oder die Bestätigung gegeben, dass er gesegnet ist, dass dieser Segen, den Gott durch Isaak ihm gegeben hat, den er sich erschlichen hat, dass dieser Segen Wirklichkeit ist, dass es nicht irgendwie ein Traum, eine Fiktion war oder eine Illusion war, sondern er weiß, ab dem Moment weiß Jakob, Gott ist mit mir. Und er hat Mut, seinem Bruder zu begegnen. Und die versöhnen sich, ist eine wirklich Happy-End-Geschichte. Sie umarmen sich, sie versöhnen sich und Jakob möchte Schadenersatz bezahlen, alles. Und Esau sagt, du, ich habe selber genug. Ich brauche nicht. Ich habe selber genug. Und sie versöhnen sich, treffen ihren Vater Isaak wieder. Leider gab es wahrscheinlich kein Happy-End mehr mit Rebekka, mit der Mutter, weil wir lesen nichts mehr von ihr, ob die noch gelebt hat. Vermutlich ist sie gestorben in der Zeit. Also das war auch für Rebekka natürlich nicht so gut, dass sie diesen Betrug unterstützt hat, weil sie hat ihren Sohn Jakob auch nie wieder gesehen. Und es gab noch keinen Telefonchat oder irgendwie was. Die haben sich nie wieder gesehen wahrscheinlich. Wir wissen es nicht, steht nicht dabei. Jakob erleidet natürlich alle möglichen Katastrophen in seinem Leben, so wie im richtigen Leben. Und lese mal die Geschichte von Jakob und seinen Kindern. Da gab es alles, alles, was auch nicht jugendfrei ist. Aber er wusste, Gott ist dabei. Gott ist mitten im Chaos dabei. Und das möchte ich dir zurufen heute Morgen, möchte für dich beten, auch für Sie, liebe Fernsehzuschauer. Egal, was in Ihrem Leben schiefgelaufen ist, egal, ob Sie irgendwie wegen so einem bisschen, einfach nur überlegt euch das mal, wegen so ein bisschen Linsen. Gibt es jemand hier, der Linsen mag irgendwie? Und ihr, oh, ganz viele. Okay, ihr dürft nachher alle mal jeder einen kleinen Löffel probieren. Ich mache es auch gern nochmal warm. Also wegen so einem bisschen hat er sein Erbe, seine Segnungen verschenkt. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, was das bisschen war. Enttäuschung, vielleicht bist du verletzt worden, vielleicht sogar missbraucht worden, vielleicht bist du einfach gedemütigt worden, gemobbt am Arbeitsplatz in der Schule. Gott möchte dir sagen, durch Jesus Christus, ich liebe dich, ich möchte dein Leben verändern. Und Jesus möchte dein Leben verändern. Er möchte dein bester Freund sein. Er hat alles bezahlt. Du musst dafür nichts bezahlen. Du musst einfach nur sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Jesus, ich will, dass du mein Freund bist. Ich will die Vergebung annehmen. Ich will die Vergebung, die du erwirkt hast, die will ich annehmen. Und dann ist Gott da durch den Heiligen Geist. Jesus hat uns versprochen, er ist immer bei uns durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist überall. Der ist so präsent, wie du vielleicht überall WLAN, Internet hast. Er ist überall da. Es ist für uns heute viel leichter zu verstehen. Überleg mal, hier sind überall Funkwellen, hier sind Fernsehwellen, hier sind Radiowellen, hier ist alles unsichtbar vorhanden. Wir glauben das, weil wir es erlebt haben durch die Sender. Wir nehmen ein Fernsehgerät und schalten ein und es ist plötzlich da. Wir nehmen das Handy und es funktioniert. Und so ist der Geist Gottes, der ist da. Auch wenn du ihn nicht siehst. Und ich möchte einfach Sie segnen, liebe Fernsehzuschauer, schalten Sie wieder ein nächsten Sonntag bei Guten Morgen Jesus auf Anixe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.